Es ist heute wirklich Not gegen Elend. Und ihr seid beides. Ja, hallo und herzlich willkommen. Schönen guten Abend hier auf Twitch bei FUMS. Heute am Donnerstagabend mit einer ganz besonderen Ausgabe unserer Streams hier, denn heute geht es endlich mal um die Amateure. Jetzt heute mal einfach nicht das ganze Profifußballgeseier. Es geht nicht um Milliarden. Es geht, glaube ich, nicht mal um Tausende. Es geht um gar kein Geld. Es geht um die Ehre. Es geht ums Herz. Es geht um die Liebe. Ja. Es geht um offene Beine und gebrochene Herzen. Und fürchterliche Trikots. Fürchterliche Trikots und vor allen Dingen. Fürchterliche Trikots. Also auch da sind wir natürlich komplett dabei. Wir sind ja beide passionierte, jahrelange Kreisliga-Spieler gewesen. Wir haben die Kreisliga hautnah selber erlebt. Wir waren Teil von ihr über viele Jahre, haben selber gekickt auf verschiedensten bemitleidenswerten Untergründen, mit interessanten Persönlichkeiten in der Kabine gesessen. Wirklich viel, viel erlebt, viele Anekdoten. Da wollen wir heute natürlich mal so einen ganz, ganz schmalen Abriss von unserem breiten Anekdotenschatz mal hier einstreuen. Tatsächlich haben wir das schon mal in einem Podcast gemacht, also daher kommt auch der Name, Kreisliga, der Podcast heißt es eigentlich, kann man sogar auch noch hören bei Spotify und so weiter, bei allen Podcast-Anbietern, wenn ihr da Bock drauf habt, Kreisliga, der Podcast gibt es da noch und das ist quasi die Erweiterung, Kreisliga, die Show, hier jetzt auf Twitch mit Bild, immer noch die Kreisliga im Mittelpunkt, bisschen spektakulärer alles. Ich möchte jetzt einfach mal den David dazu holen, den mache ich jetzt auch gleich hier offen. Denn David, auch einer unserer treuesten Fans, natürlich einer unserer treuesten Fans, der auch viel erfolgloses Fußball gespielt hat. Und den würde ich jetzt gerne mal dazu holen, deswegen mache ich mal seine Stimme auf. Klick. So, hallo David. Hallo. Hallo. So, man auch müsste dich hören. Als, besser bekannt als Poleiser der Kaiser. So, jetzt müsste man dich hören. David, du hast im Vorfeld auch ein bisschen gesagt, dass du auch nicht so erfolgreich warst beim Fußball. Nö, also bei uns war tatsächlich jeder Punkt wie eine Meisterschaft von Max. Fühl ich. Also tatsächlich glaube ich auch, dass ich mit meiner Mannschaft auch nie mehr als 4 Punkte geholt habe. Fühl ich auch. Lass uns eine neue Mannschaft gründen. Ja, ich wäre dabei. Aber David, welche Position hast du gespielt? Ich habe tatsächlich Innenverteidiger gespielt und rechts außen. Bisschen komisch, aber also immer so. Immer. Mein Gott, ja. Das ist jetzt hier das personifizierte Spider-Man-Meme. Ja, aber das ist wirklich auch, das gibt es nur in der Kreisliga, diese Kombinationen aus verschiedenen Positionen, die man gespielt hat. So würdest du im Profibereich nie finden, sowas. Ja. War das bei euch auch so, dass dann auch nie jemand eine feste Nummer hatte, sondern immer nach Aufstellung quasi? Nee. Und dann dachte man sich so, um Gottes Willen, nein, nicht rechts außen, die hatte doch letztens der und der an. Ah, okay. Ja. Das war bei uns tatsächlich nie ein Ding. Da wurde penibelst drauf geachtet, dass vor allen Dingen die Stammspieler, die Guten, immer ihre angestammten Nummern bekommen haben. Also da gab es Leute, die haben ihre Nummern mit ihrem Leben verteidigt. Und auch wenn die mal auf einer anderen Position gespielt haben, dann hat der eigentlich Linksverteidiger ist und immer die 2 hatte, wenn der mal nach vorne geschoben wurde, nach links außen, hat er trotzdem die 2 getragen. Also bei uns war es immer mega wichtig. Und es wollte immer niemand die 12 haben. Weil das war immer die größte Demütigung. Sitzt auf der Bank und hast noch die 12. So, das ist die Doppeldemütigung gewesen. Aber da war man bei uns so der Fall, da konnte ich mit meinen 2 Kumpels aufgrund der Schule mal nicht zu einem Spiel, weil da mussten wir irgendein Theaterstück oder sowas mitwirken. Und an dem Tag hat unsere Mannschaft 23-0 verloren und am nächsten Tag war Training. Und dann sind wir da so hingekommen und unser Trainer so, ja, heute gibt es Straftraining, aber nicht für euch 3, denn ich bin mir sicher, wenn ihr dabei gewesen wärt, hätten wir nur 10-13-0 verloren. Dann durften wir quasi. Das ist Teambuilding, meine Damen und Herren. Das ist Teambuilding. Absolut. Ja, übrigens, die müssen das nicht machen, weil die sind nicht so scheiße wie ihr. Ja. Eieiei. Mannschaftsfußball liebt diesen Trick. Ja. Aber auch geile Absage. Ne? So, ja, Trainer, wir können nicht kommen. Wir haben ein Theaterstück.
Dafür, also das in Gelsenkirchen das hätte es in Gelsenkirchen nicht gegeben. Ja, das ist ja generell, Absagegründe sind ja ein Thema für sich, ne? Also da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Absagegründe in der Kreisliga sind, ja. da kannst du auch drüber studieren. Es gibt natürlich die Absagegründe, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das Beste, was ich je gehört habe, war ein Mitspieler, der Training abgesagt hat, weil er gesagt hat, ich habe eine Schildkröte, die hat jetzt einen neuen Instagram-Account und die braucht mehr Likes. Da kann ich nicht zum Training kommen. Und das Schöne ist, diesen Instagram-Account gibt's. Mr. Turtle 99, such danach, ja. Es gibt ihn. Lass mal ein Like da oder ein Kommi. Ja, lass. Es ist so weird. Ja. Ich habe auch mal gehört von einem Mannschaftskameraden, der den Trainer gesagt hat, kann man nicht zum Training kommen. Wir haben einen Friseurtermin noch. Da sagt der Trainer so, das war ein Friseurtermin. Also ganz ehrlich, das kannst du doch woanders hinlegen. Das muss doch jetzt nicht heute Abend sein. Da hat er gesagt, ja, aber das ist ein ganz besonderer Friseur. Ich hole mal Robin hinzu. Ja, mach mal. Robin kann bestimmt auch ein paar Sachen erzählen. Ich bin eigentlich Stürmer, war aber in der A-Jugend ein bisschen hinterher, ein bisschen schlechter. Ich wurde dann von unserem Trainer gefragt, ob ich nicht Co-Trainer werden will. Also, aua. Aber das ist noch bitterer als einfach auf die Bank. Das habe ich auch ein paar Mal erlebt so in meiner Karriere, dass so Leute, die halt beliebt waren in der Mannschaft, aber halt echt nicht kicken konnten. So, wo man gesagt hat, ey, du bist eine sportliche Gefährdung, wenn wir dich auf den Platz schicken. Aber du bist nett, wir haben dich gerne hier. Dann finden wir einfach eine Position für dich. Und dann wurden manche tatsächlich auch zum Co-Trainer gemacht bei uns oder zum Bierwart. Ne? Also die dann einfach so wirklich letzter Bankwärmer waren und Bierwart. Ja. Also ich habe dann so den Julian Nagelsmann gemacht. Ne? Ich habe ja schon keine recht tiefe Stimme. Wenn ich dann an der Seitenlinie geschrien habe, das haben auch die nächsten Dörfer noch gehört. So, da sind wir auch schon wieder zurück bei Kreisliga, die Show. Strohmeier und ich haben uns umgezogen. So, da ist unsere zweite Garnitur. Ganz feinen Zwirn. ganz feinen Zwirn. Ich glaube, wir müssen aber eigentlich müssen wir das mal in voller Pracht sehen. Ja, wir müssen mal einmal aufstehen, genau. Oh. Sag mal so, trägt auf. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich hau mal jetzt den Basti hier rein. Ich denke mal, die erste Frage, die Basti uns beantworten darf, ist erstmal hallo Basti. Erste Frage an dich. Was ist dein Spitzname auf dem Platz? Alle oder ein? Die Top 3. Dann alle, wenn du so fragst. Platz 3 natürlich Schnapper, als Torwart, ganz normal. Klassiker. Dann Balu, weil ich halt relativ kräftig gebaut bin und mein Vater wurde schon Bär genannt und dann ging das einfach ein bisschen über. Das finde ich lustig. Und auch ich wurde Chewie genannt, was aber auch eine komplett dumme Geschichte einfach ist, weil klar, auf dem Dorf, da sind die Plätze natürlich mit Büschen umgeben und allem. Und dann als Torwart muss man auch manchmal den dann nach hinten rausholen. Das immer sehr schön Spaß macht, wenn da Dornen sind. Und dann hatte ich früher einen sehr vollen, buschigen Bart. Und ich hatte den Ball in der Hand, komm aus dem Busch und meine Innenverteidiger-Giraffe macht einfach die Chewie-Geräusche und dann war der Name da. Unsere alte Kabine war der alte Duschraum von einem Hallenbad, was direkt neben dem Platz ist. Und da war auch mittendrin waren einfach zwei Säulen und ich saß am Anfang hinter einer und habe einfach den Trainer nie gesehen, wenn der eine Ansprache gemacht hat. Ja. Hat mich der Torwart zwar auch nicht interessiert, aber... Wäre auch nicht besser gelaufen, wenn du es gesehen hättest. So. Nee, auf keinen Fall. Aber zu kleine Kabine, auch so ein klassisches Auswärtsteam-Ding, ne? So, ja, ihr geht in die Kabine und dann guckst du rein, denkst du so, okay, da können vier Personen nebeneinander sitzen, drei können stehen und der Rest, ja, seid mal kreativ, ne? Ja, und vor allen Dingen auch immer, also ich hatte immer das Glück, in einem Verein zu spielen, der wirklich sehr luxuriöse Neubaukabinen hatte, also da war das nicht das Problem, aber Auswärtskabinen habe ich natürlich auch Hunderte gesehen und da gibt's wirklich, also da gibt's Kabinen, wo ich mich frage, wer baut denn sowas? So, weißt du, so unter der Erde, so bunkerartig, gar kein Fenster in der Kabine, mit so Schlössern und so Gittern irgendwo, wo die Bälle dahinter sind, da denkst du, du bist in Verdansk oder so, ne? Aber also wirklich fürchterlich, also so, wo du keine Minute eigentlich freiwillig verweilen willst. Ich finde natürlich vor allen Dingen so die Kabinenfeste schön, wo man sich so vorher vornimmt, ne? Also wir gehen jetzt nicht nur normal duschen, trinken Bier, sondern wir saufen den ganzen Abend hier in der Kabine.
das fand ich immer geil. Und dann auch schön mit Kabinen-DJ. Ich war meistens Kabinen-DJ tatsächlich. Ihr beide auch Kabinen-DJ gewesen? Nee, ich wusste es nicht. Die Sache ist die, mich würde niemand zum Kabinen-DJ wählen, weil meistens ist es so, dass ich ja mittlerweile in meinem Methusalem-mesken Alter auch nicht den Musikgeschmack derjenigen treffe, die da die Musik hören möchten, in zum großen Teil. Das heißt, wenn mir einer sagt so, ja, mach mal was von Bowser, dann denke ich so, ja, wie jetzt hier. Ja, aber das ist ja keine klassische Kabinenfestmusik. Dann hast du aber das Schaffen eines Kabinen-DJs nicht verstanden, weil... Nee, ich habe das verstanden, aber wir hatten, wenn Musik lief in der Kabine, war das immer entweder so, ich sag mal, Großraum-Disco-Techno oder ja, dann halt so, ja, so auf, ich sag mal so, eher im deutschen Hip-Hop eingeordneten oder deutschen Schlager. Und ja, mit allen drei Dingen kann ich unter 2,3 Promille nichts anfangen. Ja, okay. Ja, was läuft ja, bei Cascada, euch so? Santo Di Franco 04, bringt's auf Punkt. Evacuate Cascada, the Dancefloor. Helene Fischer und, keine Ahnung, Capital Bra, ich weiß es nicht, ich kenn's nicht. Damals wahrscheinlich nicht Capital Bra. Ja, Basti, was läuft bei euch für Musik nach einem Sieg? Was wird als erstes aufgelegt? Es kommt immer darauf an, wer als erstes an der Box ist mit dem Bluetooth. Wenn die junge Generation dran ist, dann meistens auch Capital Bra oder so ein Schwachsinn, bei dem die Älteren, zu denen ich mich dazu zähle, dann eher draußen warten. Weil das echt, ansonsten läuft meistens so Schlager, Ballermann-Musik dann, wenn die Älteren dran sind. Ja, aber so muss das, so, das auch. Ja, natürlich, aber... So muss das auch. Ne? Also da geht es ja nicht mehr um Musikgeschmack, da geht es nur um eine Stimmung, um eine Emotion. So, das ist letztendlich, in letzter Konsequenz läuft auf dem Kabinenfest sowieso nur Schlager und 90er und so. Ja. Das, was halt jeder kennt. Ich bin ja hier der mit der Macht. So, du bist der David, Tullmann. Willkommen zurück. Der ja, Tullmann. Hi. Ja, hi. Sorry, konnte dich hier nicht einleitungstechnisch vernünftig reinbringen. Deswegen kommst du jetzt mitten in unsere alle sind besoffen Kabinengeschichten rein. Kein Problem. Ja, es war eigentlich auch so, dass wir an dem Tag ein auch besoffenes Spiel geführt haben und wie ihr wusstet oder wie ich schon erzählt habe, wir waren eine sehr erfolgreiche Mannschaft. Und dann war die erste Geschichte folgendes: 60. Minute, 7-0, das Spiel schon durch. Ich war an dem Tag rechts außen und habe dann im Prinzip ab dem 6-0 mit unserem Stürmer schon so gequatscht, was wir denn jetzt als nächstes für Quests am besten bei WoW machen und alles. War ja vollkommen. Und 10 Typen von uns waren schon komplett demoralisiert, außer einer, der Darren. Und der hat noch geackert und mit voller Elan gespielt und immer: Jungs, jetzt gebt doch mal Gas, wir können uns doch hier nicht abschlachten lassen. Und dann kam es zu einer Szene, Abstoß vom gegnerischen Torwart, 70 Meter, der Stürmer von unserer Mannschaft, von den Gegnern, der schon 5 Tore gemacht hat, hat sich angeschickt, das 6. zu machen und wollte diesen Schuss quasi als Dropkick schießen. Und Darren mit vollem Einsatz springt der da, als ob es noch 0-0 im WM-Finale stehen würde, in den Ball rein und man hört einfach auf dem kompletten Platz, Pock. Und alle einfach haben gesehen, wie der Ball in seine Weichteile gelandet ist und er dann wirklich zu Boden ging. Oh, das war so schmerzhaft, dass sogar der Schiri sich unten gehalten hat und dachte, eieieiei. Direkt in die Familienplanung. Das ist aber auch so geil, wie alle sich dann immer auch so bewegen. Aber so, oh! Ja. Das kann einfach also jeder nachvollziehen. Kann er auf jeden Fall seinen Adoptivkindern noch erzählen. Ja, ey, aber das ist ja echt bei so krassen Verletzungen ist das ja immer so, erstmal lachen alle so, er hat sich verletzt und dann so nach einer Minute, nee. Ja okay, er hat sich glaube ich wirklich nicht. Da hat keiner gelacht, also dieses Geräusch, das bleibt im Ohr, das ist wirklich so, pock. Ja, du kriegst auch teilweise, wenn du im Supermarkt gehst und ist da irgendeiner gerade bei den Melonen oder Pampelmusen und ist sie am Testen und lässt sie so runterfallen. Und dann hörst du das Geräusch und kriegst sofort so eine posttraumatische Belastungsstörung. Nein! Darren! Und dann siehst du, dann hockst du dann so in der Embryostellung im Supermarkt. Darren, nein! Und alle so, ach Gott, was ist, ach, er wieder. So, liebe Freunde,
Wir sind am Ende angekommen. Ich glaube, ich spreche für uns alle hier, wenn ich sage, das war wirklich wunderbar. Das hat richtig Bock gemacht. Kreisliga, die Show, ein Format, was wir nach einer Ausgabe schon ins Herz geschlossen haben. Großartig, heute mal wieder die Kreisliga hochleben zu lassen und vor allen Dingen natürlich auch der Kreisliga, die in dieser Pandemie wirklich so vergessen wird. Die ganzen Amateurkicker da draußen, die nicht kicken können, irgendwie alles egal, findet gar keine große Erwähnung mehr. Nicht bei uns, wir haben die Kreisliga nicht vergessen. Wir feiern sie mit euch zusammen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Ich hoffe, du auch. Ja, ich auch. Ich total. Also mein Fußballherz schlägt ja in diesen Gefilden des Fußballs. Und wir alle leiden ja momentan ein bisschen darunter, dass das nicht stattfindet. Meine Motivation ist jetzt wieder da. Vielleicht gehe ich jetzt auch mal einmal in der Woche laufen oder so. Vielleicht werde ich ja wieder ein bisschen fitter. Und dann gehe ich auf den Platz. Ne? Sobald wieder mit Zuschauern gespielt werden darf, natürlich. Ich sag schon mal Powerchau, Leute. Schönen Abend noch und natürlich bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal und passt auf euch auf. Gut kicken.